sind im Haus bei uns und ich befinde mich gerade oben im Badezimmer. Also im nicht Dachgeschoss, aber schrägen haben wir hier. Und ihr hört das Wasser plätschern. Ich lasse mir ein Bad ein, während alle renovieren. Nein, ich zeige euch, was ich mache. Ja, ihr seht hier die Heizkörper. Schaut euch das mal an. Hier war das Gitter drauf und das lege ich jetzt gerade hier ein in der Badewanne. In der Hoffnung, dass ich es schön sauber bekomme. Und dann habe ich den Staubsauger mitgenommen von zu Hause. So, ich hoffe jetzt, dass das funktioniert. Ich sag euch, das geht nicht richtig sauber. Also, da drin, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Hat einer Tipps, wie ich da drin putzen kann? Also ich habe selbst dieses Teleskop-Ding, das passt zwar da rein, aber das geht nicht bis unten hin, weil das schiebt sich dann immer zusammen. Ja, und außerdem habe ich überlegt, das ist nicht so die klügste Idee, denn wenn ich hier anfange zu putzen, den Heizkörper, dann sehe ich überall anders auch noch irgendwo was, was geputzt werden muss. Und da ja hier noch renoviert wird, zum Beispiel müssen hier in den ganzen Ecken, ist hier dieses Seil als Abschlussleiste. Und das ist so ekelhaft, finden wir. Da müssen halt richtige Abschlussleisten hin. Ansonsten die Silikonfugen hier, die würde ich auch alle gerne neu haben. Und deswegen lohnt sich das noch nicht, hier so richtig zu putzen. Deswegen habe ich jetzt abgebrochen. Also die Dusche habe ich einmal jetzt grob gemacht, weil es so heiß ist. Und wenn wir hier dann abends duschen gehen und so, dass das so unser Dreck ist. Und ansonsten ja, muss ich erst wieder einkaufen gehen und so Sachen holen zum Putzen. Und jetzt zeige ich euch mal das Obergeschoss. Also wir gehen aus dem Badezimmer raus und sind im Flur und da seht ihr schon weiße Decke, Holz überall. Das muss alles noch gestrichen werden. Ja, ich komme sofort. Da kommt am Wochenende jemand, also so ein Malermeister, der guckt sich das an. Hier hat Calvino sich entschieden, möchte er sein Zimmer haben. Auch hier muss ich noch die Heizkörper reinigen. Die sehen ein bisschen besser aus als im Badezimmer. Und er hat hier einen ganz riesigen Raum mit zwei großen Fenstern. Und ja, hier auch hier die Holzdecken müssen gestrichen werden. Dann geht's weiter. Hier ist ja wieder das Bad. Hier ist ein großer Spiegel. Guten Tag. Babybauch, auch an Bord. Mir ist heute mal so aufgefallen, wie groß der geworden ist. Unglaublich, ne? So, hier wird das Elternschlafzimmer. Der Teppich kommt raus. Da haben wir schon hier ein bisschen rumgerissen, um zu gucken, ob der geklebt ist. Den kann man so rausnehmen, zum Glück. Auch ein schräges Fenster und ein gerades. Und ich finde das so schön. Wir haben in allen Fenstern hier diese Streben und die sind nicht aufgesetzt. Also sie sind in der Mitte von dieser Mehrfachverglasung. Also man kann ein Fenster einfach putzen. Von außen und von innen. Richtig schön. Diese Fenster. Ja, unser Schlafzimmer. Hier geht es hoch zum Dachboden, der noch ausgebaut wird. Und hier wird unser Büro. So. Und das war das Obergeschoss. Und jetzt gehe ich Kaffeepause machen. Brauchen wir hier einen Stromsatz? Also hier? Weil ich will die Steckdose gerne wegmachen. Haben wir da drin? Drei Stück oder die Mehrfachsteckdose, weil so mit dem Kabel finde ich hier das voll uselig. Das sieht uselig aus, ja. Die würde ich gerne komplett abmachen. Theoretisch brauchen wir da keinen Strom. Der ist so platt, ne? Gerade der ist müde, der ist aufgeregt. Der ist gerade zusammengebrochen beim Laufen, so voll weggeknickt. Ja, der ist voll müde, aufgeregt. Aber die Kinder hat gesagt, Verbot mit dem Hund zu spielen oder zu toben, der muss jetzt zur Ruhe kommen, wird rausgeschickt. Ja, können wir also auch. Also ich habe gesagt, geht mal die Ziegen gucken, habe ich jetzt gesagt, nicht mal ab. Nee, die Putze kriegt erst
Nee, weil diese Schwitze nicht wegen Putzen. Es gibt auch, also nicht so Tapete, Steine für hinter dem Kamin, sondern es gibt ja auch so, das sind nicht so richtige Steine, wisst ihr, was ich meine? So was könnte man ja vielleicht auch machen. Die kann man auch, glaube ich, mit Kleister, ja, so. Ja. Wie fahren wir mal ein bisschen hin? Weiß ich auch nicht. Wir fahren mal nach Coco, da sind wir ganz gut bei ja? Ja. Oh, Smurfy? Ja. Jetzt geht's nur noch mit roher Gewalt, ne? Ja, hier mit dem Rausreißen. So, meine Aufgabe ist hier, ja, die sicher. Dinger rausreißen. Wunderschön. Das Mörtel ist fix und alle. Aber er findet keine Ruhe. Er weiß gar nicht, was los ist. Das ist nicht für dich. Das tut für dich nur weh. Was? Was ist rausgekommen? Ein Stück Wand. Oh. War nichts mit Silikon? Nein, nicht mit Silikon. Ach, da drumherum, um den Kamin. Ja, ja. Nein, da würde ich auch ein neues Ding reinmachen. Vater, da würde ich ein bisschen Dämmmaterial kaufen, eine Platte Dämmwolle und das neu machen. Da doch, da ist so voll an die Meinung. Was willst du noch machen? Das hier würde ich immer neu machen, oder? Ja. Dann reicht ja noch was nehmen, was da für ja, eigentlich ist, was man drin. Da, jetzt gehen sie. Ja. Nehme ich mal der hier. Ach so. Ja. Hier seht ihr unser Wohnzimmer, das zukünftige. Es sind sehr viele Helfer da kann man immer schlecht filmen. Hallo. Willst du das rosa Handtuch mal nehmen? Ja, mach ich. Danke. Hallo, Stargast hallo. Werner. Bis gleich. So, also. Wohnzimmer, zukünftiges. Esszimmer, hier wird der Tisch hinkommen. Esstisch groß. Und... Hallo. Küche, die kommt noch raus. Die wird abgeholt und dann kommt unsere Küche hin. Die ist eigentlich ganz schön hier. Also die gefällt uns, die jetzt hier drin ist. Aber da unsere Küche ja jetzt, wie alt ist sie? 2 Jahre knapp, ne? Ein bisschen drüber. Und zu unseren Wünschen gestaltet wurde. Deswegen bevorzugen wir die Küche, dass wir die mitnehmen. Und die kommt raus. Und wie ihr sehen könnt, wurden ja schon die Tapeten abgerissen. Und das war ja ein Raucherhaus. Und der Duft ist jetzt schon wesentlich besser, muss man sagen. Die Decken sind aus Holz, die müssen überall noch gestrichen werden. Und hier waren auch Tapeten. Und ich habe gesagt, ich würde die Holzwand gerne lassen. Also irgendwie aufbereiten oder so. Und nicht tapezieren. Da unten halt eine Fußleiste vor. Aber Bernd sagt? Einheitlich. Was? Die Kacke aus, alles einheitlich und da ein Stück ist? Ja. Putz. Ja, weil das ist dann, hier ist eine Säule, man könnte das auch rausnehmen. Ich zeige euch das von der anderen Seite. So, das ist nämlich, wenn man hier reinkommt, Haustür. Dann ist hier die Garderobe, da kommen Haken dran und halt da war so Teppich, das haben wir rausgerissen alles. Und da wird halt neuer Teppich oder Holz dran gemacht und dann kommen da wieder die Haken dran für die Garderobe. Aber eigentlich ist das hier nur eine Holzwand. Eine Holz... Was ist das? Brett einfach. Ja. So sieht das aus. Hier ist dann die Haustür und hier ist unser kleines Treppenhaus. Hier drunter ist noch ein Einbauschrank. Auch hier müssen wir die Türen alle streichen. Wegen den Steckdosen kann ich meinen Stefan fragen. Ja. Da sind Regale drin, die kommen auch noch raus, weil die riechen sehr nach Rauch.
Alles riecht nach Rauch, aber es ist schon besser geworden. Ja, und dann können wir da neue Regale reinmachen. Und dann haben wir einen Einbauschrank für Schuhe oder so. Die Schränke rausmachen. Ja. Dann hast du einen offenen Schuhschrank. Ja, nein, du mit deinen Vorhängen ja, immer. Einfach und schön. Hm? Einfach und schön. Nein. So, hier ist das Gäste-WC. Habe ich gerade eingesprüht, muss ich noch putzen, habe ich noch nicht gemacht. Habe ich ja geputzt mit meinem Hintern. Ja, dann hat sich aufs frisch eingesprühte gesetzt. Ja, keiner sagt mir was. Nein, keiner sagt mir was. Ich mal putzen und kriege überall. Ja, und hier müssen wir auch, also im gesamten Haus, in allen Bädern, überall werden alle sämtliche Silikonfugen erneuert. Wir haben gerade eine riesige Einkaufsliste geschrieben für einen Baumarkt. Und hier ist der Hauswirtschaftsraum. Der Schrank, der bleibt drin. Da können wir schön unsere Sachen drin verstauen. So, auf Fliesen. Hier kommen dann auch noch Regale hin. Und hier kommt auch die Waschmaschine hin. So. Ja, und das war schon unser kleines, bescheidenes Domizil für die nächste Zeit. Ja. Haben wir offen lassen, ja, ne? Ja, klar, lassen wir jetzt hier offen. Dann kann das alles abtrocknen, ne? Weil alles wurde eingesprüht. Hm? Oben mal gucken, was wir machen. Hallo. Fernseheltern sind oben duschen. Nein, wir gehen nicht gucken. Haben sie gesagt, die würden dann auch, wenn sie uns vertreten, jetzt immer hier zum Duschen, dann fahren sie nicht dreckig nach Hause. Ja. Wenn wir im Urlaub sind. Ja, haben wir doch schon vorher gesagt. Haben sich gesagt, das können wir ja mal vorschlagen. Ja. Tapezieren dauert nicht lange, da freue ich mich schon drauf. Echt? Ja. Ja, und hier die Fensterbänke, die bekleben wir auch neu. Und da kommen auch neue Silikonfugen. Kleben wir neu? Ja, das ist so Folie, so Dezifix oder so. Und da wolltest du drüber kleben? Ja. Oder abreißen und kleben, weil die so schäbig ist. Was wir geschafft haben, oder? Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir sowas hier, ob es das neu zu kaufen gibt, die diese Dinger, weil die so gelb sind hier. Also genau so lange braucht wie die ganze Wand hier. Die Ecke hinterm Kamin, warum? Doppelt Scheißtapete war das. Ja. Dann war die normale dahinter und einfach da drüber gekleistert. Okay. Ja. Gut. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Mein Toast ist toll. Er schleudert die Toast raus. Toast und einwegschmeißen kann, weil es raucht noch am Boden. Ja, aber jetzt hast du den mit für 4 Toast. Eine Fratze. Genug gefratzt. Genug gefratzt. Keine Kraft mehr zum Fratzen. So, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Wir verabschieden uns ja, von dem Haustour-Renovierungs-Vlog. Ja, wir melden uns, wenn wir wieder mehr Kraft haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!